Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Erklärvideo zur Lehr- und Lernplattform LernSachs. Heute möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie eine Datei in der Dateiablage ablegen. Dazu begeben Sie sich bitte wieder auf lernsachs.de, klicken den Login-Button an und melden sich mit Ihrem Nutzernamen und Kennwort an. Begeben Sie sich in die Gruppe, in der Sie die Datei ablegen möchten. In der linken Menüleiste wählen Sie nun unter dem Unterpunkt Organisieren den Reiter Dateiablage aus. Hier wählen Sie dann oben den Punkt Datei hochladen. Mit einem Klick auf Durchsuchen können Sie dann eine Datei von Ihrer Festplatte auswählen, die Sie hochladen möchten. Sollten Sie diese Datei für eine Konferenz verwenden wollen, setzen Sie ein Häkchen bei Datei für Konferenz freigeben. Möchten Sie jedes Mal benachrichtigt werden, wenn diese Datei von einem Mitglied heruntergeladen wird, setzen Sie ein Häkchen bei Download benachrichtigen. Diese Benachrichtigung erfolgt nicht per E-Mail, sondern nur im System. Sie brauchen sich also nicht zu sorgen, dass Sie zu viele E-Mails erhalten. Durch einen Klick auf Datei hochladen wird die Datei in die Dateiablage befördert. Nun ist die Datei hochgeladen und alle Gruppenmitglieder können über die Dateiablage auf diese Datei zugreifen. Auch Sie selbst haben nun online Zugriff auf diese Datei, beispielsweise während einer Konferenz. Vergessen Sie am Ende nicht, sich über den Button Logout abzumelden. Wir hoffen, das Video hat Ihnen geholfen. Wenn sich Fragen ergeben, bitte einfach in die Kommentare zu diesem Video schreiben. Diese finden Sie, wenn Sie auf der Seite etwas runterscrollen. Bis zum nächsten Mal, alles Gute!